Liebe Weinfreunde, heute reisen wir von Dresden Richtung Bundesstaat Washington, nicht zu verwechseln mit der Hauptstadt der USA, also der Staat Washington. Wenn wir hier unser Land betrachten, befindet unser Staat sich links oben an der Westküste. Direkt südlich der kanadischen Grenze ist das, und das ist der gleiche Breitegrad wie Bordeaux, die nördliche Rhone, und das Piemont in Europa. Während es in Seattle recht feucht ist, mit dem einzigen Regenwald in der Olympic Peninsula, in diesem Bereich mit 9000 mm Niederschlag, haben wir in Seattle nicht so viel Nässe, auch wenn wir das gerne sagen, dass Seattle voll ist. Und östlich von Seattle befindet sich die Bergen, der Gebirgszug der Cascade Mountains mit Mount Rainier als höchster Berg der Vereinigten Staaten. Mount Rainier ist 4500 Meter hoch. Und damit möchte ich anzeigen, dass die Bergen, ähnlich hoch wie den Alpen, ein Regenschild funktionieren vom schlechten Wettereinfluss vom Pazifischen Ozean. Sprich, hier regnet es ab, im Winter schneit es. Vorletzten Winter haben wir 30 Meter Schnee gehabt, nicht breit, sondern tief. Das ist auch im Guinness Book of Records aufgenommen worden. Und das ist letztendlich auch ein sehr wichtiger Bereich, weil östlich der Bergen in der Evergreen State, wie Washington auch genannt wird, können wir sagen, ist es eigentlich der Nevergreen State. Wir haben in einem Weingebiet, was 180 Kilometer mal 120 Kilometer groß ist, lediglich sind da nur 16.000 Hektar Rebfläche, also ähnlich klein wie dem Elsass in Frankreich, aber verteilt auf eine sehr große Fläche, wodurch wir sehr viele Mesoklimas in unserem Gebiet haben mit sehr vielen eigenen Charakterzügen. Östlich der Bergen, sprich im Weingebiet Columbia Valley, wie wir unser Weingebiet auch nennen, haben wir ein kontinentales Klima. Das heißt, im Winter ist es kalt, minus 10, minus 15 Grad ist keine Ausnahme, und im Sommer ist es warm, mit Tagestemperaturen, die 40 Grad manchmal überschreiten, und nachts abkühlt auf Temperaturen unter 10 Grad Celsius. Durch die warmen Tage kriegen wir eine sehr opulente, reife Frucht, und durch die kühlen Nächte bleibt die natürliche Säure der Traube erhalten, wodurch einen Weinstil letztendlich entsteht, der so ein bisschen neue Welt und alte Welt vereinigt. Wir sagen dann auch sehr gerne, der typische Washington Weinstil ist neue Welt Frucht, europäische Frische und ein Touch Washington Magic. Diese Washington Magic, damit möchte ich andeuten, dass wir angenehmen Körper haben, also kein sehr wuchtiger, fetter, überkräftige Weine, sondern schon ausgeprägte Weine mit Finesse und Eleganz. Und das ist typisch für Washington State, da links oben in den Vereinigten Staaten, direkt südlich kanadischer Grenze, auf den gleichen Breitegrad wie Bordeaux und nördliche Rhone.